Weil das war ja schon so außer Rand und Band, dass mein erster Gedanke, als ich dieses Video online gesehen habe, wie die zwei sich da gegenseitig wie verliebte Teenager anhimmeln, habe ich das dann auf X entsprechend auch meinem ersten Gedanken kommentiert, nämlich sucht euch doch ein Zimmer. Ja, also mehr ist mir dazu eigentlich kaum eingefallen. Dr. Markus Krall war bei Politik Spezial die Stimme der Vernunft zu Gast und hat dort im Interview richtig schön abgerechnet mit einem Habeck, mit der linksgrünen Politik und vor allen Dingen auch mit einem Joska und einem Lauterbach. Schauen wir jetzt direkt rein in die erste Szene. Ich habe mal ab und zu ein Gedicht geschrieben, meistens mit politischem Hintergrund, ja. Und so auch diesmal. Also ich habe mir gedacht, angeregt übrigens, ist der Einfall kam ursprünglich gar nicht von mir, sondern von dem Baerbock-Parodie-Account, den ich ganz wunderbar finde und an dieser Stelle auch mal sehr weiterempfehlen darf auf X. Die hat nämlich gesagt, ja, in Deutschland wird an jedem Adventstag auf dem Kalender ein Türchen eingetreten, ja, nach der Devise, wir sind ja das Land der Hausdurchsuchungen. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich jetzt auch. Also ich habe jetzt einen Adventskalender online gestellt mit 24 Türchen vom ersten Advent gestern bis zum Heiligabend. Und da wird auch an jedem Tag ein Türchen eingetreten und dahinter befindet sich dann ein Gedicht. Und das heutige Gedicht handelt davon, wie man uns die Weihnachtsmärkte gestohlen hat. Als dass Deutschland den Weltrekord in Hausdurchsuchungen hält. Ich bin sicher, wir haben mittlerweile auch Nordkorea überholt. Ja, Thema Hausdurchsuchungen, Thema Meinungsfreiheit. Eine Beatrice von Storch von der AfD hat von dreckigen Korrektivlügen gesprochen und wurde dafür von Korrektiv angezeigt. Muss man sich mal vorstellen. Das ist ja eine ganz klare Meinungsäußerung. Und Korrektiv ist staatsfinanziert, dürfen wir nicht vergessen. Also auch hier hat man natürlich wieder von linksgrüner Regierungsseite bestimmt Einfluss genommen. Zumindest sind ja Gelder an Korrektiv geflossen von der Ampelregierung. Und da muss man einfach sagen, das Ganze ging jetzt vor Gericht und glücklicherweise hat eine Beatrice von Storch gewonnen. Hier mal ein kleiner Clip, wie sie das verkündet. Wir stehen hier noch bei Gericht, haben gerade verhandelt und gewonnen. Dreckige Korrektivlügen, habe ich gesagt. Dafür hat Korrektiv mich verklagt. Ich habe gewonnen, man darf das sagen. Ich wurde vertreten von meinem Kollegen Dr. Christian Wirth. Mal wieder vertreten, mal wieder gewonnen. Lieber Christian, vielen Dank für die Vertretung. Herzlichen Glückwunsch. Wie haben wir das gemacht? Gern geschehen, vielen Dank. Ja, wir haben das genauso gemacht, wie es wahr ist. Korrektiv begibt sich auf der Ebene des politischen Meinungskampfes und ist eben kein klassischer Journalismus. Das hat das Gericht genauso erkannt. Wer sich in diesen Kampf begibt, muss auch ein bisschen härtere Äußerungen ertragen. Das ist im Rahmen der Meinungsfreiheit. Das ist schon immer so gewesen. Ja. Und da unsere politische Klasse eine Negativauswahl ist von unterbelichteten Rückgratlosen, ich habe das ja auch ökonomisch begründet, diese Hypothese, das ist also jetzt nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, unterbelichtet, weil Leute, die im richtigen Leben, mit anderen Worten in der Marktwirtschaft, keinen Erfolg haben, die können nirgendwo so viel Geld verdienen wie in der Politik, wenn sie im richtigen Leben vorher versagt haben, und rückgratlos, weil sie werden immer mit Listenplätzen auf die Plätze gehievt, das heißt, wenn sie sich gegen die Parteiführung wenden, ist die Karriere zu Ende. Rückgratlosigkeit ist also eindeutig karrierefördernd. Wenn also solche Leute an der Macht sind, und das ist in Deutschland der Fall, dann sind sie natürlich qua ihrer, wie soll ich sagen, mentalen, charakterlichen und auch sonstigen Schwächen extrem eher puzzelig, ja, weil sie eben keine Ehre im Leib haben. Weil das war ja schon so außer Rand und Band, dass mein erster Gedanke, als ich dieses Video online gesehen habe, wie die zwei sich da gegenseitig wie verliebte Teenager anhimmeln, habe ich das dann auf X entsprechend auch meinem ersten Gedanken kommentiert, nämlich sucht euch doch ein Zimmer. Ja, also mehr ist mir dazu eigentlich kaum eingefallen. Und das Backfischgesicht von Frau Mioschka, also das war schon dokumentarwürdig, ja. Das ist für die Ewigkeit, ja. Ja. Gut, wobei jetzt Backfischgesicht, das könnte schon wieder so eine eingetretene Tour zur Folge haben, ne? Naja, ich meine, der Backfisch ist keine Beleidigung. Der Backfisch ist früher jedenfalls in Deutschland die Bezeichnung gewesen für ein gerade in der Pubertät befindliches Mädchen im Liebesrausch. Gut. Na gut, hoffen wir das Beste. Aber wenn es so sein soll, ist es halt so. Kommen wir mal auf einen weiteren Lieblingspolitiker zu sprechen, nämlich Karl Lauterbach.
Und der musste jetzt tatsächlich eine Lüge öffentlich auf X eingestehen, denn er hatte die Schubse zu behaupten, er hätte niemals von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Und da fragt man sich ja wirklich, was geht in diesen Leuten vor? Ich meine, viele vermuten, dass Lauterbach des Öfteren in der Vergangenheit betrunken am Rechner gesessen hat und seine Tweets abgesetzt hat. Ja, was hältst du davon? Also wird es da irgendwann mal Konsequenzen geben oder was? Also, nur ist es ja nicht strafbar, von einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Und Konsequenzen in der Politik, die gibt es ja heute sowieso nicht mehr. Also es gibt ja diese Sache, die wir nur noch aus Legenden und Sagen aus ganz alten Zeiten kennen. Das ist der sogenannte Rücktritt. Ja, sowas gibt es aber heute nicht mehr. Heute regiert die Schamlosigkeit. Und das gilt für jedes einzelne Regierungsmitglied dieser Regierung und auch für jedes einzelne Mitglied der gescheiterten Ampelregierung vorher. In ihrer Komplettheit galt es auch. Die Schamlosigkeit regiert sie. Und insofern, dieser eine Punkt war noch nicht mal das, was ich Herrn Lauterbach so sehr vorwerfe. Was ich Herrn Lauterbach werfe, ist, dass sie unsere Bürgerrechte ausgehebelt haben, dass sie unsere Menschenrechte angegriffen haben, dass sie die Menschen genötigt haben, und also Nötigung ist Zwang, und also gezwungen haben, sich einer experimentellen Gentherapie zu unterwerfen, für die es keinen Grund gab. Und sie wussten es. Die RKI-Files sind ja eindeutig. Diese Leute haben mal jenseits von irgendwelchen dummen Sprüchen, für die man sich jetzt nachträglich entschuldigt, ich entschuldige mich für was unbedeutend ist, um Dampf rauszulassen aus dem schon bald explodierenden Kessel. Diese Leute haben sich nicht zu entschuldigen, diese Leute haben sich zu verantworten. Und zwar für Dinge, die ich persönlich und nicht nur ich, sondern auch viele Leute, die sich im Recht ein bisschen besser auskennen, für schwerste Straftaten. Und es wird keinen gesellschaftlichen Frieden im Land und überhaupt auf der Welt geben, überall, wo das gemacht wurde, solange diese Menschen nicht zur Verantwortung gezogen sind. Und ich bin auch vollkommen dagegen, dass es gesellschaftlichen Frieden gibt vorher. Ich bin der Meinung, dass dies gesellschaftlich so lange ausgefochten werden muss, bis die Verantwortlichen hinter Gitter sind. Ja, genau so sieht es aus. Ne? Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass die Politiker die Konsequenzen dafür spüren, was sie damals getan haben. Das muss alles lückenlos aufgearbeitet werden. Und es geht mir gar nicht darum, irgendwie einen Keil in die Gesellschaft zu treiben, sondern dieser Keil, der wurde ja von der Politik in die Gesellschaft getrieben, indem man, obwohl man es besser wusste, der Bevölkerung Sachen eingeredet hat, wie es gäbe eine Pandemie der Ungeschlumpften. Ja, hätte die Politik sich nicht so artikuliert, obwohl sie es besser wussten, obwohl es nicht Stand der Wissenschaft wäre, dann hätte sich die Gesellschaft damals ja auch gar nicht so spalten lassen. Wenn die Politik damals nicht so massiv in die Grundrechte eingegriffen hätte, nicht so massive Maßnahmen gemacht hätte, nicht so starke Angst verbreitet hätte, dann wäre die Gesellschaft nicht so gespalten worden. Ja, es war wirklich eine Massenpsychose sondergleichen, die natürlich zentral durch die Politik verursacht worden ist. Ja, wir kennen ja auch noch alles, beispielsweise dieses Papier, was dann rauskam, dass man den Kindern Angst machen sollte, dass sie gegebenenfalls ihre Großeltern töten, wenn sie irgendwie zu viel mit anderen Kindern spielen und so. Da sind wirklich Verbrechen passiert und das können wir nicht einfach jetzt wegwischen und sagen, ja, man hat ja damals halt so entschieden, wie man es nach bestem Gewissen und Wissen konnte. Nein, so war es ja nicht. Man hat ja trotz besserem Wissens so gehandelt. Und das ist nichts anderes als ein Verbrechen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.